Liebe Kinder der Kita Spatzennest und der Grundschulen in der Nibelungenstraße und in der Florianschule, ganz herzlich begrüßen wir euch hier in der Kirche Edeltraut und ich. Wir sind nämlich sehr traurig, dass wir euch gar nicht sehen können hier in der Kirche. Und deshalb möchten wir euch eine Geschichte erzählen, hier aus dem Erzählwinkel in unserer Kirche. Und dazu habe ich den Gotteskoffer mitgebracht. Ihr seht, er ist ganz golden. Und meistens ist es ja so, wenn etwas golden ist, dann ist bestimmt etwas ganz Kostbares darin. Ihr fragt euch vielleicht, wie kann man denn Gott in einem Koffer herumtragen? Das wäre wahrscheinlich ganz schön schwer. Aber vielleicht gucken wir einfach mal rein, was es mit diesem Geheimnis des Gotteskoffers auf sich hat. Aha, schaut mal. Ein leerer Rahmen, was der wohl zu bedeuten hat. Vielleicht soll das ausdrücken, dass wir uns gar keine Bilder von Gott machen können. Leider können wir Gott nicht sehen, aber wir können Gott spüren und fühlen. Und wenn ich hier in diesen Koffer so reinschaue, dann sehe ich, da sind ganz viele Geschichten und Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, die sie getröstet haben, und auch Geschichten gegen die Angst. Und eine davon möchten wir euch erzählen. Es ist ein ganz altes Gebet, nämlich der bekannte 23. Psalm, ein Gebet gegen die Angst. Und wer da alles mitmacht, das zeige ich euch jetzt. Als allererstes brauchen wir einen Hirtenhut. Denn dieses Gebet ist ein Gebet von David. Und ein Hirte braucht auch einen Hirtenstab. Und hier ist noch etwas Wunderbares drin, nämlich eine alte Harfe. Und auf dieser Harfe haben früher die Menschen und auch eben der David ihre Lieder und Gebete begleitet. Und damit haben sie Menschen getröstet und bestimmt auch ihre Schafe getröstet und beruhigt. Ja, und hier sind noch mehr schöne Sachen drin und jetzt erzähle ich euch etwas von diesem Gebet gegen die Angst. Gott ist wie ein guter Hirte. Gott passt auf mich auf. Mein Hirte kennt mich. Er weiß meinen Namen und er gibt auf mich Acht. In seiner Nähe geht es mir gut. Ich kann mich ohne Sorgen hinlegen und ausruhen. Seine Weiden sind saftig grün. Darauf lässt er mich lagern. Gott versorgt mich gut, mir fehlt es an nichts, ich habe zu essen. Und natürlich auch genug zu trinken. Er leitet mich zu kühlen Wasserstellen und erfrischt mich und meine Seele. Er führt mich durchs Leben, dafür steht er mit seinem Namen ein. Er sorgt für mich, das hat er versprochen, und darauf vertraue ich. So fest wie der Hirtenstab. Manchmal bin ich aber auch sehr traurig. Dann habe ich das Gefühl, alles ist dunkel um mich herum. Aber auch dann spüre ich, Gott ist immer noch bei mir. Auch im finsteren Tal, auch das Dunkle gehört zu meinem Leben dazu. Es ist nicht immer nur schön und hell. Es gibt auch dunkle Wege und dunkle Stunden. Aber irgendwann, dann bin ich wieder froh. Ich weiß, da sind andere an meiner Seite, auch du bist da, du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Und
Und auch wenn ich dich nicht sehen kann, dann macht mir das Mut. Und mein Leben wird wieder hell. Du deckst für mich sogar einen Tisch mit all diesen wunderbaren Dingen. Bei dir, Gott, bin ich Königin. Bei dir, Gott, bin ich König. Und damals in den alten Zeiten in Israel wurden die Könige gesalbt mit Salböl. Das duftet wunderbar. Du schenkst mir sogar den Becher ganz voll ein. Bis zum Rand. Deine Liebe und Fürsorge sind unendlich. Mein Platz ist bei dir, in deinem Haus. Bei dir bin ich immer geborgen, mein Leben lang.